Redest du mit den Blue? Also, das war mein Tag heute. Gehen wir? Meine Mutter wartet schon. Was haben Sie gesagt? Gut gemacht. Spaß. Ich habe nichts gehört. Weißt du... Vergiss es. Glaubst mir ja sowieso nicht. Hast recht. Sag's mir trotzdem. Echt? Ja. Die Blumen wollen mir etwas sagen, glaube ich. Irgendwie habe ich ein seltsames Gefühl. Aber es fehlt irgendwas. Ihre Stimmen kommen nicht zu mir durch. Noch nicht. Sie strengen sich an. Und trotzdem höre ich sie nicht. So sehr ich es versuche. Und langsam habe ich genug. Geduld ist nicht meine Stärke. Wie jemand, der aufgibt, siehst du aber nicht aus. Naja, heute ist ein besonderer Tag. Wieso das denn? Komm, gehen wir! Nun antwortet ihr schon. Und was? Sagen Sie? Gut gemacht. Oder sowas. Ja, das haben wir. Du willst schon zurück? Ja, ich hab genug. Wo seid ihr gewesen? Oh. Weißt du, wie spät es ist? Tut mir leid. Wir haben auf dem Rückweg gebummelt. Das Abendessen ist fertig. Ich deck den Tisch. Warte. Bereite lieber das Gästezimmer vor. Okay. Fühl dich ganz wie zu Hause. Diese Augen. Sind Sie Soldat? Ex-Soldat. Entschuldigung, aber ich möchte, dass Sie heute Abend noch verschwinden. Sie haben im Austausch für Ihre Kräfte ein normales Leben aufgegeben. Finden Sie sich damit ab. Schon erledigt. No. Dann lass uns essen. Du hast bestimmt Hunger. Wir haben Bärenhunger, nicht? Ich bin ja so stolz auf dich, Cloud. Und was ist mit der Liebe? Verdrehst du den Mädchen den Kopf? Nicht wirklich. Das Großstadtleben ist nicht ganz ungefährlich. Wenn du eine feste Freundin hättest, dann müsste ich mir weniger Sorgen machen, weißt du? Ich komme auch alleine klar. Ich glaube ja, zu dir würde jemand passen, der etwas älter ist als du. Und dich ein wenig aus der Reserve locken kann. Oh.
Ich hau dann mal ab, wie gewünscht. Wo willst du hin? Hast wohl was Schlechtes geträumt, hm? Warte aber trotzdem bis morgen. Dann bring ich dich ja nach Hause. Okay, ist gut. Dieses Mal muss ich vorsichtiger sein. Gehen Sie endlich? Wie komme ich von hier aus nach Sektor 7? Das ist nicht schwer. Gehen Sie einfach durch Sektor 6 durch. Es ist nicht der sicherste Weg, aber für einen Soldaten ist das bestimmt kein Problem. Ex-Soldat. Und bitte, halten Sie sich ab jetzt von meiner Tochter fern. Natürlich. Danke. Ich hab das neue weiße Chocobo gleich ausprobiert. Ha? Huch! Das ist aber mal ein Zufall. Was soll das jetzt wieder? Ein Hinterhalt? Und wozu? Weil ich noch Zeit mit dir verbringen will. Oh. Oh. Zeigst du mir den Weg? Mit Vergnügen. Was ist denn los? Ach, nichts. Man kann den Himmel sehen. Weil die Platte eingestürzt ist. Der Himmel ist ganz schön gruselig, was? Beim Bau von Midgar kam es zu einem Unfall und die Platte stürzte in die Tiefe. Zum Glück hat damals noch keiner hier gelebt, sonst wäre die Sache nicht so glimpflich ausgegangen. Was ist das? Der Wallmarkt. Die Slums von Sektor 6 sind ziemlich eigentümlich. Sag bloß, du bist noch nie in Sektor 6 gewesen. Hab ich dir doch gesagt. Ich bin aus meinem Dorf direkt zu Shinra gegangen. Ich kenne die Slums kaum, auch nicht die von Sektor 6. Damals, als sie Midgar gebaut haben, sind viele Leute hierher gekommen. Und für diese Leute baute man dann Gasthäuser, Lokale und andere Läden. Das hat viele neue Arbeitsplätze geschaffen und die Menschen hatten auf einmal viel Geld zum Ausgeben. Dieses Geld lockte aber leider auch eine Menge schlechter Leute an. Du meinst Kriminelle? Ja.
Also haben sie kurzerhand eine Mauer gebaut, um das Laster einzudämmen. Und so ist der Wallmarkt entstanden. Innerhalb dieser Mauern gelten unsere Gesetze nicht. So hat man die Leute bei Stange gehalten. Und das ist diese Mauer? Ja. Willst du ihn dir mal ansehen? Muss nicht sein. Das lob ich mir. Oh. Die Abkürzung nach Sektor 7 ist hier. Die meisten nehmen die Route durch den Wallmarkt. Aber ich empfehle die hier. Hab ich schon als Kind immer heimlich benutzt. Die Trümmer der Platte hat man einfach hier liegen lassen. Und hier willst du durch. Du kletterst nicht gerne, hä? Ja. Ah! Oh! Der Feind ist besetzt. Kommt schon! Weiter geht's. Was ist das? Ein ferngesteuerter Kran. Süß, nicht? Jemand hat die Leiter hochgezogen. Vielleicht können wir den Kran ja benutzen. Sicher? Natürlich! Von oben kann ich dir dann die Leiter runterlassen. Weitergehen. Warte. Er ist aufgewacht. Keine Chance. Das war's dann. Los geht's.
Na gut. Bringen wir es hinter uns! Das war's dann! Mensch, ich dachte, hier könnte man durch. Wahrscheinlich haben sie den Bereich abgesperrt, nachdem all die Ungeheuer aufgetaucht sind. Du hast an so einem Ort gespielt? Slum-Kinder sind nicht sehr anspruchsvoll. Das sieht man. Hey, was soll das heißen? Ich bin feindlich geschwächt. Ausgezeichnet. Bis hier. Hier kommen wir nicht weiter. Versuch mal, diesen Container hochzuheben.
Unsinn! Sag nicht, du warst mal Baggerfahrer oder so. Ja. Yeah. Hä? Nanu, sieh mal. Ich glaube, da will uns jemand ärgern. Naja, zum Glück habe ich ja dich. Scheuchst mich ganz schön rum. Ich gehe jetzt wieder runter, okay? Ja, sehr gut, Cloud! Ich lass dir jetzt die Leiter runter! Cloud, hier lang, hier lang! Cloud, bitte nicht so schnell! Ist gut. Ist hier jemand? Wirkt verlassen. Ist noch warm. Wir könnten hier übernachten, Cloud. Dafür fehlt uns die Zeit. Außerdem... Hey, guck mal, Leute! Die wollen uns ausrauben! Hey, hey! Was fällt euch ein, hier so rumzumühlen? Genau! Das werdet ihr uns kompensieren, alles klar? Kompensieren? Kompensieren? Was denn das überhaupt? Hohle Nuss! Du hast aber auch echt mal von gar nichts eine Ahnung. Kompensieren ist... Also, na, du weißt schon. Oder nicht? Genau! Kompensieren ist... Also, du weißt schon. Also, Wir haben hier nichts angefasst. Ja, wir haben nun einen Weg gesucht. Und das sollen wir euch glauben? Klar, was willst du sonst tun?
Wir könnten euch zum Beispiel bis aufs Hemd ausrauben, hä? Bis aufs Hemd! Hemd! Die tragen doch gar keine Hemden! Voll Depp! Das ist so eine Art von, eine Kompensation! Ach so! Genau, du meinst das als Metapher? Genau! Was für Idioten! Das war's dann! Das war's dann! Bewegt euch bloß nicht! Habt ihr mich gehört? Wir sind tot! Mausetot! Hält bestimmt nicht auf! Ganz sicher nicht!